Du bist ein Sünder. Du hast Allahs Vergebung nicht verdient. Du bist verloren. Vergiss es. Der Scheitan spielt seine hinterlistigen Spiele und bringt uns dazu zu glauben, dass wir nicht auf Allahs Vergebung hoffen können. Er nutzt unsere Fehltritte aus und versucht uns dazu zu bringen, mehr falsche Dinge zu tun, um uns weiter von Allah subhanahu wa ta'ala zu entfernen. Wir sollten verstehen, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten können. Obwohl Allah, der Erhabene, unsere Sünden kennt, betrachtet er uns als seine Diener. Vorausgesetzt, wir bereuen aufrichtig. Sprich, o meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen gesündigt habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit, denn Allah vergibt alle Sünden. Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Allah subhanahu wa ta'ala spricht in diesem Vers jene an, die so viel gesündigt haben, dass sie die Hoffnung auf die Vergebung verloren haben. Sie glauben, einen Punkt erreicht zu haben, an dem es keine Möglichkeit mehr für die Vergebung gibt. Allah subhanahu wa ta'ala übermittelt in diesem Vers seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam diese frohe Botschaft an die Sünder zu tragen, damit sie nicht in Hoffnungslosigkeit verfallen. Trotz unserer unzähligen Sünden und Fehler im Leben zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Namen und Eigenschaften, dass wir niemals die Hoffnung auf seine Vergebung verlieren dürfen. Allah subhanahu wa ta'ala stellt sich in diesem Vers als Ghafur vor. Der Name Al-Ghafur stammt aus dem Wortstamm Ghafara. Ghafara bedeutet etwas bedecken und verstecken, als würde eine Sache nicht existieren. Auf unsere Sünden bezogen heißt das, Allah subhanahu wa ta'ala kennt unsere Sünden, aber bedeckt sie auf eine Art, als hätten sie nie existiert. Subhanallah, lasst mich das euch genauer erklären. Wenn wir sündigen, dann haben wir manchmal ein schlechtes Gewissen. Ein Mensch, dessen Fehler vor anderen verborgen bleibt, ist in der Regel davor bewahrt, sich vor ihnen zu schämen. Wenn wir unsere Sünden bereuen, dann verbirgt Al-Ghafur die Fehler des Menschen und lässt ihn seine Sünden vergessen. Warum? Um sein Leiden zu lindern. Stell dir vor, wir würden uns an jede einzelne Sünde erinnern und diese niemals vergessen. Was wären das für Gedanken, die uns ständig begleiten würden? Doch liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala ist so barmherzig, er subhanahu wa ta'ala ist so großzügig, dass er unsere Gedanken, unsere Herzen so wendet, damit wir sie vergessen. Wir sollten also aufhören zu sündigen und die Hoffnung niemals verlieren. Die Hoffnung zu verlieren würde bedeuten, dass wir von Allah subhanahu wa ta'ala schlecht denken. Stell dir vor, du arbeitest bei einer Firma und du stiehlst bei jeder Gelegenheit etwas Geld aus der Kasse. Der Chef erwischt dich und hat nun drei Möglichkeiten. Erstens, er beschimpft dich, ruft die Polizei und du wärst fristlos gekündigt. Der Chef bestraft dich also. Zweitens, der Chef beginnt mit dir zu sprechen. Er fängt an, dir seine Großzügigkeiten vorzuhalten. Habe ich dir nicht viel Gutes getan? Habe ich mich nicht um dich gekümmert, als du in Not warst? Trotz all der Dinge, die ich für dich getan habe, bist du mir in den Rücken gefallen? Und dann sagt der Chef, ich werde nicht die Polizei rufen. Dass ich dich erwischt habe, ist Schande genug für dich. Und trotzdem vergebe ich dir. Drittens, er sieht und weiß von deinem Diebstahl. Aber er erzählt dir nichts davon. Er tut so, als ob er es nie gesehen hätte. Er demütigt dich nicht. Dieser Umgang des Chefs gibt ein ungefähres Bild von Allahs Namen Al-Ghafur wieder. Das ist der Umgang Allahs mit uns. Er erinnert seinen Diener nicht an seine Sünden. Er lässt sogar seinen Diener seine Sünden vergessen, damit er sich in seiner Gegenwart nicht schämt und nicht traurig wird. Da gilt auch unter uns Menschen, wenn unser Bruder oder unsere Schwester sündigt, sollten wir ihn bzw. sie nicht bloßstellen. Vielmehr sollten wir je nach Schwere der Sünde so tun, als wüssten wir davon nichts. Wir sollten unsere Geschwister wegen ihren Sünden nicht demütigen und in Verlegenheit bringen.
Denn wir sind selbst voller Fehler. Ein Muslim, der das tut, verinnerlicht Allahs Namen Al-Ghafur und lebt danach. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese schöne Eigenschaft zuteil werden lassen. Allahumma amin.